So, ich stehe jetzt hier am Terminal, ungefähr 2 Stunden vor Boarding, also vor der Abfahrt. Die ist um 16.15 Uhr und wir haben jetzt 14:45. Fähre ist auch noch nicht da, soweit ich das sehen kann. Und ich habe noch nicht kapiert, wie das geht. Also ich habe eine Bestätigung mit einem Code von der Fjordline gekriegt, ob man damit jetzt irgendwo noch eine Boardingkarte holen muss. Aber wussten andere auch nicht, die ich gefragt habe. Hey, what do you need? This? Yeah. Lane 28. Yeah. Okay. Thank you. Bye. Wo ist denn die 28? 28 ist voll. Kann ich nicht. Ja, dann nehmen wir 29. Stehen riesige Windräder, mehrere hintereinander, und ich stehe da als zweites in der Reihe. Und hier stehen ganz viele, ja, vorwiegend Wohnmobile. So, gerade angekommen, die Fjord FSTR von der Fjordline. Riesenteil. So viele Fahrzeuge dürfen vor uns fahren. Die Reihen werden so völlig unterschiedlich abgerufen. Nicht der Ordnung nach, sondern mal die, mal die, mal die Reihe. Aber gut, irgendwann sind wir auch dran. So, jetzt geht's weiter. Mal dem Vordermann einfach hinterherfahren. Kann ich drehen? Ich komme dann hier auch wieder raus. Ich bin gedreht irgendwie. Ups. Ups. Ja, spannend hier. Wir stehen da unten, aber hier oben gibt es auch noch ein Deck für PKWs, niedriger. Hier schaukelt es ordentlich und es gibt hier diese Sitze, die einfachen, aber die sind sehr bequem. Jeder Sitz hat so ein Tischchen vor sich, ist länger flach zu machen, damit man vielleicht schlafen kann ein bisschen. Es gibt aber auch hier die so eine VIP-Geschichte mit einem Clubsessel und kann man zubuchen. Buffet, da kann man Essen holen und Getränke, und man kann aber auch so hier im Bistro sich Essen und Getränke holen, die muss man nur dann bezahlen. Und bei dem anderen ist es eben inklusive, aber man muss es eben zubuchen zu der normalen Karte.
eine Riesenschlange Wohnmobile. Hoffentlich verläuft sich das ein wenig. Schauen wir mal, wie das Ziel aussieht. Gar nicht so übel. Ja, nachdem die ganzen Parkplätze aus Park for Night total überfüllt waren, bin ich dann weitergefahren auf die gegenüberliegende Seite von diesem schönen See. Und da habe ich diesen Platz gefunden, leider direkt an der Straße, aber das macht mir nicht allzu viel aus. Und hier stehe ich jetzt die erste Nacht. So, unser erster Übernachtungsplatz. Hier an diesem See, nördlich von Kristiansand. Bis auf die Straße nebenan ist das sehr, sehr friedlich hier. Und hier ein Stückchen tiefer gibt es ein Tisch und Bänke, also Picknickplatz und eine mobile Sauna, denke ich mal, ist das. So, jetzt fahre ich mal Richtung Kristiansand zurück. Da gibt es zwei Wohnmobilhändler. Ich denke mal, beide haben eine Werkstatt. Weil ich habe ja ein Problem mit meinem Ladebooster und ich weiß nicht, woran das liegt. Und ja, vielleicht können die da was nachschauen oder reparieren. Jo, Solar liefert Strom, aber der Ladebooster nicht. So, ich war jetzt gerade beim Wohnmobilhändlerwerkstatt. Warte mal, mal hier rausfahren. Und der hatte Gott sei Dank ein bisschen Zeit, mal nachzugucken, woran das liegt. Und hat festgestellt, dass an dem Elektroblock sehr viele Modifikationen gemacht wurden, sodass man, dass der Ladebooster zwar lädt, also er hat gesagt, der lädt, hat er durchgemessen, aber er zeigt das nicht an. Also, die haben da ja bei GNS sehr viel rumgebastelt an dem Elektroblock, als das mal nicht funktioniert hat. Also insofern habe ich immer weniger Vertrauen zu GNS, zumindest was GNS Mönchengladbach angeht. Und da muss ich vielleicht, wenn ich zurück bin, mal eventuell den Elektroblock austauschen oder mal gucken, was man da machen lassen kann. Muss ich halt mal schauen. Ja, zurück aus Kristiansand stehe ich jetzt hier auf einem großen Parkplatz an der Bundesstraße 456 und hier gibt es keine Fähr- und Entsorgung, aber Mülltrennung. Und gegenüber auf der anderen Straßenseite ist direkt der Donewanet See.
Übrigens braucht man für viele Müllcontainer so einen dreieckigen Schlüssel. Das ist so ein Steckschlüssel mit einem Dreieck drin. Weil die meisten sind wahrscheinlich für die Anwohner gedacht. So, jetzt habe ich hier bei Rema 1000 eingekauft. Ja, ist einiges teurer alles hier. Ich würde mal so... Ich habe keine Ahnung von Preisen in Deutschland. Deswegen kann ich das also so gefühlsmäßig 50% teurer alles. Ja. Kommt ein bisschen aber auch darauf an, welche Artikel man kauft. Hier gibt es also zum Beispiel ein Glas Honig, ein bestimmtes Glas Honig für 12 Euro umgerechnet. So, nach einer Runde durch Christiansand und Nachbarorten stehe ich jetzt wieder hier auf dem asphaltierten Platz, direkt an der Straße, wo ich ja gestern schon angekommen war und übernachtet habe. Ja, das Blöde war, ich hatte die Hoffnung, ich habe die Stufe nochmal ausgebaut. Weil ich hatte zwei Anschläge vergessen, die dann noch festgebaut werden müssen. Und übrigens... Prost. Schöne Tasse von Astrid von Gedanken und Gespräche aus dem Camper. Schaut mal rein. Toller Kanal. Ja, also wie gesagt, zurück. Ich hatte also zwei Anschläge noch vergessen in die Stufe einzubauen. Wollte ich dann heute Morgen machen und habe festgestellt, ich habe da nur noch einen von. Jetzt bin ich also nochmal zurück zu Krocken gefahren. Dieser Wohnmobilhändler, der gestern nach meinem Ladebooster geguckt hatte und in der Hoffnung, der hat dieses Ersatzteil, hat er aber nicht gehabt. Und dann habe ich nochmal gesagt, ja, der Ladebooster tut es ja doch nicht so richtig, denn bei einer halben Stunde Fahrt hatte ich zwei, maximal drei Amperestunden mehr in der Batterie als vorher. Und wenn der Ladebooster funktioniert, müssten das... Ja, so circa 15 Amperestunden mehr sein. Also hat er gar nicht funktioniert, nicht so wie er gesagt hat. Der Werkstattmensch hat ja angeblich durchgemessen, ja, ich glaube denen das auch. Und da hätte er funktioniert, wie er sollte. Ist nur die Frage, was da rauskam. Ob da wirklich die 30 bis 40 Ampere rauskamen, aber das weiß ich natürlich nicht. Und dann daraufhin sagte aber der Werkstattleiter, ja, das liegt unter anderem ein Großteil an dem irgendwie umgebauten Elektroblock. Ja, und jetzt blickt da wohl keiner mehr durch, der von außen da dran kommt, also der das nicht mitgemacht hat. Danke GNS in Mönchengladbach. Muss ich also echt sagen, ich habe kein Vertrauen mehr zu denen. Die haben ja auch mir Löcher ins Dach gebohrt, ohne mich zu fragen, als sie die Oyster Connect festgemacht haben und die Dachdurchführung davon festgemacht. Das klebt man heute. Die haben es geklebt und ins Dach geschraubt. Und das finde ich also nicht in Ordnung. Aber gut, das nur nebenbei. Ja, und Krocken hatte mir dann einen anderen Wohnmobilhändler empfohlen, der auch Pössl-Fahrzeuge wohl repariert oder verkauft, weiß ich nicht. Und der könnte natürlich dieses Ersatzteil dann haben. Also weiter 30 Minuten Richtung Osten zu Sörkaravan. Aber der hat es auch nicht. Der hat mir dann aber noch einen weiteren Caravan-Händler empfohlen, noch weiter Richtung Osten, noch mal eine halbe Stunde. Und da habe ich dann gedacht, nee, also das machst du jetzt nicht. Also bin ich jetzt dann wieder zurück. Über eine Stunde Fahrt Richtung diesem Parkplatz, wo ich eben, wie gesagt, schon mal eine Nacht übernachtet habe. Und jetzt stehe ich hier wieder. Allerdings unterwegs dann mit richtig Stau und war irgendwie eine blöde Zeit, so kurz vor vier. Ich weiß nicht, wann die Norweger aufhören zu arbeiten, aber
in Kristiansand auf der Autobahn, die da durch Kristiansand führt, war ein Riesenstau. Von Navi hatte angezeigt 17 Minuten Verzögerung. Naja, gut. Jetzt stehe ich wieder hier und jetzt bleiben wir auch erstmal die nächste Nacht hier und dann schauen wir weiter. Also hätte ich mir diese ganze Fahrt nach Kristiansand und darüber hinaus für heute sparen können und hätte gleich hier stehen bleiben können. So, ich bin jetzt hier bei Spangereit auf einem Parkplatz direkt am Meer. Hier steht zwar No Camping, Camping verboten, aber ich mache ja gar kein Camping. Ich park hier nur, keine Markise raus, kein Tisch, kein Stuhl, also Camping mache ich ja nicht. Und deswegen, ja, habe ich mich hier einfach mal hingestellt. Hier hinter dem Parkplatz ist da zwar direkt die Straße und dann kommt eine niedliche kleine Siedlung mit schönen weißen Häuschen, darüber eine Felswand und wenn ich mich jetzt rumdrehe, da unten ist eine Toilette, ist hier die tolle Bucht und eine bessere Aussicht kann man ja gar nicht haben hier. Also richtig super, aber hier regnet es immer mal wieder und dann ganz schnell und ganz plötzlich dahin kommen wieder schwarze Wolken. Und ich glaube, ich gehe gleich wieder rein, sonst fängt es gleich wieder fürchterlich an zu schütten. Das kommt ganz plötzlich durch den starken Wind, denke ich mal, und dann auch recht heftig. Tja, Regen, Regen, Regen hier in Norwegen. Macht alles keinen Spaß. Auch wenn ich mit Tommy gehe, dann komme ich fast immer direkt, am Anfang ist es trocken und 5 Minuten später fängt es dann wieder an zu regnen. So sieht's aus. Genau. Tommy ist auch eben nass geworden beim Spazierengehen. Und der würde auch gerne vielleicht raus vor den Wagen, aber, naja, bei dem Wetter ist das nix. Hier möchte ich dann auch nochmal auf meine Stellplatzkarte hinweisen. Auf meiner Website gibt es die Karte mit allen meinen Übernachtungsplätzen, in denen ich jetzt in den 4 Jahren, die ich im Wohnmobil lebe, übernachtet habe. Schaut mal rein, ist sehr interessant. Ich habe zum Teil sind Links auf die Videos, wenn es dazu Videos gibt. Ansonsten Fotos, ganz viel und ein bisschen Information zu den einzelnen Plätzen. Schaut mal rein. Soweit der zweite Teil meiner Nordland-Tour im Moment durch Norwegen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, denkt dran, Abo-Button drücken, die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer Infos über neue Videos von mir, die ich rausbringe. Ich sage dann für jetzt, tschüss, euer Thomas von Falter Vanlife. Tschüss!